Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Professor Plays. Immer noch versus Castlevania Bloodlines. Wie versprochen habe ich das letzte Mal bis zu diesem Punkt gespielt, ohne zu sterben, sogar einmal ohne verwundet zu werden. Was, wenn man an der blauen Kugel sieht, heißt, ich habe irgendwann einmal die Super Sub-Weapon und das letzte VIP-Upgrade gekriegt. Und damit werden wir jetzt probieren, endlich die Atlantis Stage fertig zu machen. Ich glaube nicht, dass ich die Super Sub-Weapon lang behalten werde. Aber wir können uns jetzt in Ruhe dem Autoscroller hier widmen. Aha. So, hier müssen wir aufpassen, nicht zu ertrinken. Na, ich meine, hat sie mich nicht erwischt. Ah, das hat lange gehalten. Na gut. Immer's mal. Ich bin schon erstaunlich viel mit Dusen ausgewichen, allerdings nicht im Wasser. Aber dieser Kerze da drin, wo was ist, mal schauen, ob wir das rausfinden. So. Ich merke aber, ich werde marginal besser gameplaymäßig. Aha. Auch wenn es nicht so ausschaut. Also, soweit ich mich erinnern kann, befindet sich der Boss dieser Stage am Ende vom Level. Okay, beim Game Over laden wir einfach. Und es schaut so aus, dass das der vorletzte Autoscroller im Spiel ist. Und da geht die Sub-Weapon dahin. Man sieht, man verliert auch die... Also man verliert die Super-Whip und die Super-Sub-Weapon auf einmal. Und die Medusa-Heads, gegen die wir hier fighten, sind der gute alte Castlevania-Gegner. Gegen die man in sehr vielen Teilen antreten muss, falls ich auch mal gucken. Ey, soweit haben wir es auch gar nicht geschafft bisher. Ist das? Oh, yes! Ah, da ist noch mehr. Ey, aber ich hab's zum nächsten Screen geschafft. Ha! So kann man die auch loswerden. Hier gibt's aufwendige Effekte, wie man sieht. Und es ist so, wenn man 30 von diesen Gems einsetzt, dann kriegt man das Upgrade zu dieser Super Weapon. Man merkt, ohne Sub Weapon sind manche Szenen dann schon gar nicht mehr so nice. Macht 4 Schaden! Uiuiuiuiui. Also man sieht auch in Castlevania Spiel macht nicht alles gleich viel Schaden. Ah, das war jetzt wirklich mies. So, und beachte, wir springen nicht auf den Felsen. Denke ich. Ha!
So, einen Versuch haben wir noch, aber... Fuck. Neues Gameplay ist ja schon mal nicht schlecht. Ah, komm. Langsam gewöhne ich mich auch an die Steuerung. Und was ich sehr schätze, wenn man eine Stage so viel spielen muss, dass die Musik gut ist, wofür die Castlevania-Spiele halt auch sehr prädestiniert sind. Ha! Oh, ein Bone Dragon. Und hier muss man sich die Plattform selber machen. Hui. Bone Dragons müssen wir noch ein bisschen besser üben, ne? Holy Water ist in den meisten Castlevanias am Anfang unglaublich overpowered. Nein, nein, nein! Ah! Na gut. Probieren wir es nochmal. Ich habe übrigens vor dem Autoscroller gespeichert aus taktischen Gründen. Ha! Deswegen fällt es mir teilweise schwer, kleine Sprünge zu machen. Kein Problem, große Sprünge zu machen, aber... Okay, na immerhin, der Autoscroller, finde ich, ist nicht so schlimm. Ich werde versuchen, den Boomerang hier zu behalten. Also lassen wir die Axt mal elegant aussitzen. Na? Was macht der Browser da oben? Ich weiß es nicht. Okay, der gehört einfach. Ah ja, ich habe kein Leben gehabt. Man beachtet, wie elegant man von diesem Feuerball gleich zur Asche verbrannt wird. Aber da habe ich leider keinen Boomerang mehr. Bei allen Castlevania-Spielen ist es eigentlich eine sehr schlechte Idee zu sterben, weil man dann sein Zeug verliert. Okay, hätte ich mich einfach nicht bewegen sollen. Und das große Feuerbälle, naja. Wie gut, dass ich die so gerne selbst entsorgen.
arme Statue. So lange hält sie es aus. Dann kommt irgend so ein Noob her. Ich komme nicht nah genug ran, um das zu machen. Man merkt den Lag vom System. Er bekommt die Axt. Haben wir schon mal so weit? Nein, oder? Ich fühle gerade diese verdammt, ich habe nur noch ein Piece of Health Part. Nico! Also wirklich. Seht ihr vor der Treppe zum Boss? Naja. Einmal probieren wir es noch. Warte. Dann ist meine Geduld erschöpft. Ah, jedes Mal erwischt mich die. Die wäre nicht notwendig gewesen. Und erst recht nicht. Okay, ich glaube, ich bin gerade am Tilten, also... Ui. Ich bin gerade in einer ganz falschen Pattern drin, glaube ich. Da gibt es einen Boomerang, jetzt wissen wir es. Also entweder stehe ich ein bisschen weiter hinten. Oder ich schlage richtig. Eins von beiden muss sein. Boomerang. Na wirklich. Okay, offensichtlich wird es gerade nicht. Aber ihr seht, fast haben wir den Boss der Stage gesehen. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir uns dann... Ah, ich drücke einfach mal Start, um zu schauen, wo man landet. Aha, ich könnte sogar wechseln. Ich habe keine Lust, die ganze Stage von vorn zu spielen. Ah, ich dürfte sogar hier spawnen. Merken wir uns das als Punkt. Mit dieser schönen Musik möchte ich mich mit mir verabschieden und verspreche, das nächste Mal schaffen wir es aber wirklich zum Boss. Wir haben wieder zwei Screens fast hinter uns gelassen. Gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal.